der Wiener Postgasse wurde die St. Barbara-Kirche kurzerhand zu einem Zentrum für Hilfsgüter und Geflüchtete umfunktioniert. Die Freiwilligen arbeiten Tag und Nacht, um den kriegsgebeutelten Menschen in der Ukraine und in Österreich zu helfen. Sehr viele, die kommen eben deswegen, um sich beteiligt zu fühlen. Dass sie sogar diese Zusammenkunft der Ukrainer in Wien, die nennen sich Wiener Fronte, sagen wir so. Weil man kann kämpfen nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Worten, mit Taten, mit Gefühlen, mit Gebet. Wir machen hier eine Sammlung, dann werden die Hilfsgüter sortiert und in verschiedene Orte gebracht. Und für eine kleine Gemeinde ist das ein Herkuleswerk, das ist wirklich sehr viel zu tun. Und vor allem, wir haben sowas nie gemacht. Und ich bin sehr stolz, dass wir so viele freiwillige Helfer haben, die hier kommen. Unterdessen überqueren immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer die Landesgrenze. Über 1 Million Menschen haben das Kriegsgebiet bereits verlassen. Die UNO prognostiziert eine Fluchtbewegung von bis zu 10 Millionen Menschen. In Österreich sind bisher einige tausend Geflüchtete angekommen. Wir haben jetzt Hotline. Menschen rufen uns und unsere Manager und Managerinnen sprechen mit Menschen, wie viele Personen kommen, was diese Menschen brauchen. Und dann kooperieren mit Menschen, die uns helfen, die Wohnungen geben können. Die Freiwilligen erwarten sich in dieser Situation vor allem auch offizielle Regelungen, Hilfestellungen und die Koordinierung von Geflüchteten. Ludmila ist vor genau einer Woche in Wien angekommen. Ihr Mann ist in der Ukraine geblieben und kämpft gegen die russische Armee. Біль дуже великий, коли я переступила на митниці вже на нейтральну, скажем так, сторону і закрилися ворота. Це просто все відрізалось, то, що було ззаді. У мене просто ж невеличкий тільки рюкзак за плечима і собака, і дитина з кішкою біля мене. Це все. А попереду що було дуже незрозуміло, тому що важко дуже було перейти кордон. Це тривало більше, ніж добу. Ми добу добиралися майже до кордону і майже добу були на пропускному пункті. Hanna Khanetkova ist eine der Freiwilligen, die in der Postgasse von früh bis spät Hilfsgüter organisieren und den ankommenden Geflüchteten Hilfe leisten. Hanna ist selbst Ukrainerin. Sie lebt in Wien und arbeitet als Autorin und Übersetzerin. Mit ihren Eltern, die weiterhin in Kiew bleiben möchten, hält sie so gut es geht Kontakt. Heute schreiben wir einander sehr kurze Nachrichten, weil ich nicht weiß, wie lange sie draußen bleiben können. Also diese Nachrichten, unser Vokabular hat sich sehr eingeschränkt. Diese Nachrichten sind wie folgend: lebendig, in Ordnung. Ich liebe dich, fühle dich umarmt. Ich habe Angst und wir werden gewinnen. Ob in Kiew, an den Grenzen oder in Wien, für Ukrainerinnen und Ukrainer ist die Lage derzeit nichts als ungewiss. Oft bleibt nur mehr die Hoffnung als Lichtblick aus der Aussichtslosigkeit. Es gibt aber Freundinnen, die gar nicht rauskommen können. Zum Beispiel einige in Tschernihiw, da wird ständig bombardiert. Und ich habe ihnen versprochen, sie fühlen sich sehr nutzlos. Und ich habe ihnen versprochen, ich arbeite für sie. Ich arbeite so wie 2, 3 Menschen. Ich habe erst gestern zum ersten Mal geschlafen, seit Donnerstag. Ich habe ihnen versprochen, ich mache das, was sie nicht machen können. Мені хочеться щодня відшукати маленьку надію, яка б давала мені можливість жити. Надію. Все-таки я вірю, що все можливо. І я все-таки вірю, що от раз у мене є вже позитивний такий позитивний досвід. Тобто вдалося, багато чого вдалося. Вдалося перетнути кордон, вдалося добратися сюди, возз'єднатися з родиною цією. І я все-таки думаю, що все вдасться.